Es geht wieder weiter. Mit dem Kompakt. So, schauen wir. Jetzt ist auch wieder hell draußen. Da können wir uns mal den Spoiler genauer anschauen. Heute will ich auf jeden Fall schweißen, Innenraum eventuell zusammenbauen. Weil da ist noch eine Türverkleidung lose. Ich habe jetzt nochmal nachgebessert. Das schaut halt echt jetzt gut aus, würde ich sagen. Das kann man echt so lassen. Sauber muss mal wieder gemacht werden. Ha. Aber da sieht man es jetzt ziemlich gut. Sexy ass. Ja, kann man so lassen. Das ist gut. Ja, gut. Wir haben ja hier wunderschöne oder nicht so schönes Reserverad. Dann nehmen wir mal hier alles raus und schweißen da dann das Loch zu, damit wir gar kein Reserverad mehr haben. Vielleicht nochmal zur Veranschaulichung. Da unten hängt der neben dem Auspuff, unten rechts das Reserverad. Und das ist halt echt nicht geil irgendwie. Deswegen muss das weg. Reserverad weg. Schaut doch gleich viel besser aus. Das Reserverad ist aber auch verdammt süß. Braucht jemand ein Reserverad? Meldet euch in den Kommentaren. Ist nur... ...20 Jahre alt, ne? Sieht doch aus wie ein Ding. Brauchen wir nicht mehr, weil das möchte ich auch nicht einschweißen. Da... irgendwo habe ich doch noch das verzinkte Blech über. Vom Kotflügel. Lass ich mal offen. Nicht, dass das Auto auf einmal anfängt zu brennen. Jetzt sind wir hier drunten. Hier, das flex ich weg. Die Kante. Hier mache ich sauber. Oder schweiße ich einfach was drauf. Schweiße ich da was drauf und dann hier die Kacke wegschweißen. Ja. Abflexen und drin schweißen. Jawohl. Jetzt hat ein Blech zusammengeschnitten in seinem Dengel. Ich glaube, ich lege den doch von oben rein und schweiße den von oben fest. Hier kommt einfach die Gummitülle wieder rein und die klebe ich fest. Ist, glaube ich, einfacher. Also, den Stöpsel habe ich jetzt hier rein. Jetzt bekomme ich das gar nicht mehr raus. Ich habe jetzt hier ein Loch reingebaut. Das kann ich einfach drüber schrauben und festkleben. Und dann unter Bodenschutz und fertig. Wäre aber dann immer wieder rückrüstbar auf Ersatzrad. So kommt hier die Mutter drauf. Dann ist das fest. Ha, geil. Lol. Schaut ja aus wie neu, ne? Braucht man eigentlich gar nicht schweißen. Es ist, also... An sich ist der Kleben schon fast die clevere Variante, weil Blech nicht auf Blech liegt, gerade weil das ja eine verzinkt ist. Und gerade wenn Bleche unterschiedliche Qualität haben, fangen sie das Rosten an. An sich ist das ja gar nicht mal so doof. Und selbst wenn der TÜV-Prüfer hier mal schaut, ob da ein Loch drin ist, ist er festgeschraubt von oben.
eingehangen und festgeschraubt. Ist das jetzt Push oder nicht? Ja gut. Machen wir uns mal an dem, das müssen wir wirklich schweißen. Da ist schon tot. Gut, dann haben wir hier die Schweißnähte. Langsam habe ich Lust mehr. Hat aber eigentlich an sich nichts mit dem Auto zu tun. Ich habe jetzt mal den Luftfilterkasten hier weggemacht, damit wir hier in den Servobehälter rankommen und den mal zur Seite legen können. Ja. Gut, das mache ich. Ich habe morgen Frühschicht, deswegen ist schon wieder wegen spät. Ich habe jetzt mal hier die Verkleidung abgemacht. Die Türverkleidung war nicht gescheit drauf, weil die hier nicht mehr gehalten haben. Die tun wir jetzt einfach mal auch wieder ankleben. Das hier habe ich auch noch gleich neu gemacht, weil es auch nur noch lose rumgehangen war. Die Blinker, habt ihr mich aufmerksam gemacht, die hatte ich falsch angeschlossen. Die passen jetzt. Das wird dann ungefähr so gewesen sein. Gut, machen wir mal schnell fest ist. Also beziehungsweise lassen wir jetzt noch mal trocknen. Hier fehlt ein Clips, scheißegal. Und ja, passt soweit. Das ist jetzt auch alles dran. Fest, passt, super. Und es wird auch echt immer, es wird immer weniger am Auto zu machen. Und das ist so geil. Ich habe jetzt wirklich einfach mal ohne Film einen Innenraum weiter zusammengebaut. Und es ist so ein gutes Gefühl, einfach mal entspannt am Auto zu schrauben. Ich habe das jetzt schon seit 3 Jahren. 2 Jahre habe ich stehen lassen. Und es ist so ein geiles Gefühl, das Ding einfach langsam fertig zu sehen, weil es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt echt nicht mehr viel. Wenn ich Glück habe, wenn die Limo dann nächsten Monat beim Lackierer ist, schaue ich, dass ich den TÜV fertig bekomme, mache noch einen Ölwechsel, mache noch ein Motorlager und noch ein bisschen Kleinkram und dann versuche ich den TÜV fertig zu machen. Hier. Mache dann, hier will ich so eine beleuchtete Einstiegsleiste, wo E36 draufsteht. Kann man sich ja machen lassen. Ich fände, das wäre eine geile Idee. Das machen wir dann auch gleich. Mache die Klipse hier raus. Tu die hier dran, dann, dass die Leiste wieder dran ist. Himmel machen wir das nächste Mal. Und das Auto macht mich echt glücklich. Also das Schrauben an dem Bock hier ist einfach so ein tolles Gefühl. Also bei der Limo habe ich nicht so einen Spaß dran, weil die mir optisch aktuell noch gar nicht so gefällt. Und der Motor ist auch nicht so gut wie der 1.9er hier. Das ist so ein geiles Gefühl. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also diese pure innerliche Ruhe, Zufriedenheit, das gibt mir dieses Auto. Und ja. Hey. Ja, nächstes Video werdet ihr dann natürlich sehen. Egal. Mache ich das noch? Zeige ich euch das, wenn es fertig drin ist? Na? Beten wir langsam das Video. Das war jetzt einfacher als gedacht. Ich weiß noch, wie ich vor 2 Jahren versucht habe, das so drauf zu schieben auf die Klipse. Hat nicht funktioniert. Rausbekommen habe ich die Klipse auch nicht, aber man kann die Leiste einfach draufklopfen. Auf die Klipse und dann machst du. Obwohl die eigentlich so geführt sind. Aber da geht die Führung geht dann so auf und dann ploppt es auch rein. Von daher, easy peasy. Bin hier gerade Mitte Mai, also ja, 16.05.
am Schneiden von den Videos, von den alten Aufnahmen. Mittlerweile ist ja auch schon die Limo eine Woche beim Lackierer. Und auch hier mit meinem Krüppelzeh und schneide das Video. Und mir fällt auf, irgendwie stehe ich voll im Licht. Was ich sagen wollte, ich liebe es, am Kompakt zu schrauben. Und ich vermisse ihn schon. Ich konnte jetzt wirklich einen Monat lang nichts an meinen Autos groß machen, außer hier mal meine Limo zum Lackierer fahren. Das war es dann eigentlich auch schon. Und ich vermisse es schon. Ich vermisse meinen Kompakt. Und wie gesagt, Abschlussworte, Video ist vorbei. Servusler, liked, kommentiert und abonniert. Wir sehen uns das nächste Mal. Servusler und Ade.